ganz herzlich heute mal ein bisschen später als sonst und wie ihr seht auch aus dem Schlafzimmer. Ich habe mich nämlich gerade wieder ein bisschen zum Ausruhen hingelegt. Mir ist nämlich heute schon den ganzen Tag schwindelig. Das heißt, immer wenn ich aufstehe mit mir so ein bisschen schwarz vor Augen, dann muss ich mich sofort hinsetzen, sonst habe ich das Gefühl, dass mich ja direkt aufhauen würde. Man merkt irgendwie, glaube ich, dass ich die letzten Tage einfach zu viel gemacht habe und ständig auf den Beinen war und ja, einfach so ein Duracell-Häschen. Und dann merke ich halt, dass ich heute ein bisschen langsamer machen muss und ja, mich mehr ausruhen muss. Deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen hier hergesetzt. Es ist aktuell schon fast 1:30 oder so. Ich muss dann irgendwie bald anfangen, den Kindern was zum Mittagessen zu machen. Durch den Lockdown und so essen wir natürlich ein bisschen später. Früher haben wir schon um 12 Uhr Mittag gegessen, immer wenn die Kinder vom Kindergarten gekommen sind, aber jetzt, ja, so um 2 herum. Da sind auch die Großen meistens auch schon mit ihrem Online-Unterricht fertig. Die Michelle hat jetzt gerade Schulende. Heute hast du aber lang Schule gehabt, gell? Normalerweise ist es nicht so lang. Ja, ich hatte 13:40 Uhr, ja. Geografie, gell? Ja. Aber das ist besser, umso besser, weil ich muss jetzt hier im Büro sitzen, der Papa ist jetzt weg, Physio. Und also heute gibt es Fischstäbchen, gell? Genau so. Mama, du weißt. Mir geht's heute am Vormittag nicht so gut, mir war schwindelig. Ich esse das nicht, ich esse chinesische Suppe. Dieses Kind mag keinen Fisch. Auf jeden Fall, die Michelle ist jetzt so lieb und spielt mit den kleinen Kindern, also besser gesagt, sie hat jetzt... Weiß nicht, du wolltest jetzt Schminken spielen, oder? Nicht Schminken spielen. Ich habe Luisa gefragt, Luisa, magst du ein Weihnachtsmann sein? Weil da lief im Fernsehen so Weihnachtsmann und Coca-Cola. Und die Luisa hat es natürlich gesagt. Ja. Bitte, aber... Na gut, die Michelle hat gesagt, sie übernimmt die Kamera kurz und zeigt euch, wie sie das macht. Während ich hier weiter ein Video schneide. Also, viel Spaß mit den Videos. So, ich bin jetzt mit der Lara und der Luisa im Zimmer. Die Lara sitzt hier hinter der Kamera und ich werde Luisa jetzt als Weihnachtsmann schminken. Luisa, magst du als Weihnachtsmann geschminkt werden? Ja. Okay, dann hole ich mal die Schminksachen raus. Was könnten wir noch brauchen? Vielleicht könnte ich ja die Nase ein bisschen rötlich machen. Ich werde jetzt Luisa anfangen zu schminken. Ich glaube, ich brauche, noch Wasser. Erstmal der Bart. Ah, gut so. Nur bunte Farben. So. Oh nein. Luisa, bleib kurz hier. Luisa, nicht bewegen! Magst du mal schauen? Schau. Ist lustig? Kamera. So. Lara, wehe, du lachst. Dann bist du ja noch schlimmer als die Luisa. Gerade Milch getrunken. Du kannst eigentlich gar nicht Milch trinken. So. Mach so. Mach jetzt. Ja, die passt. Die macht besser. Oh mein Gott! Was war das denn? Lara, pass auf dein Make-up! So, Augen zu. Deine Wimpern sind ein bisschen weiß. Warum lachen? Warum du lachen? Ah, dann klar aus. Ah, wo gehst du hin? Ich höre dich, dass du gehst. Die Mama kann nicht. Hat auch gesagt. Sie ist gerade arbeiten, hast du gesagt. Du bist jetzt ein Lebkuchen. Ich mag keinen Kuchen. Du bist ein Lebkuchen. Nein. Doch, bist du. Wenn man das nicht sieht, wo man hinmalt. Oh mein Gott. Frau Lebkuchen, sind Sie das? Schola, magst du dich sehen? Ah! Ja! Lara hat sich gerade selbst gesehen. Lara, magst du Frau Lebkuchen sein? Entschuldigung, Frau Lebkuchen, sind Sie das? Ich brauche Schokolade. Machen Sie Schokolade? Hm? Gehen wir es dann mal zeigen? Ich filme auch noch Mamas Reaktion. Warte, ich muss noch das Licht ausschalten. Und ich muss noch die Kamera einstellen. So, jetzt muss ich noch das Licht ausschalten. Ich bin jetzt ein Lebkuchen. Oh, wie süß! Die Lara findet, sie sieht aus wie ein Rentier. Ich find's nicht schön. Das ist schön. Das ist schön. Ich bin die süßeste Maus der Welt. Willst du es ihnen abmachen? Ja. Ja. So süß. Ja, meine Lieben, Essen ist auch schon fertig. Die Kinder werde ich jetzt gleich zum Mittagstisch setzen und ja, wir melden uns später. Die Kinder haben jetzt gegessen und jetzt werde ich sie in die Pfanne, in die Pfanne schmeißen. Die räumen jetzt gerade noch das Wohnzimmer auf. Was ist denn? Findest du deine Puppe nicht? Wo kann sie denn sein? Luisa sucht ganz verzweifelt ihre Playmobil-Puppe. Meine Kinder wollen immer mit einer Badekugel baden, deswegen habe ich mich ausgestattet. Ich habe hier diese gefunden beim BIPA, BIPA Kids. Ich glaube, die werde ich gleich benutzen. Und dann habe ich ihnen auch diese Badekugeln gekauft. Schneemann. Und dann habe ich auch Farbe für euch. Rote Badefarbe. Oder? Wow, zeig mal, jetzt guck mal hier. Ja. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Das mal im Wasser halten. Lass mal im Wasser. Da ist ein Spielzeug wahrscheinlich drinnen. Ah, wow. Ich hab gewusst, dass ein Spielzeug drin ist. Man hat so, ist das immer so, gell? Und die Lara hat ein rotes. Zeig mal deins, Lara. Mal hier, ein bisschen so. Wow. Ja, ich weiß, jetzt vermischt sich gleich Rot und Blau. Das sieht cool aus. Ja. Da ist, glaube ich, ein Baby-Dino oder so drin, oder? Jetzt soll ich meine Hände waschen. Ah, komm her. Ja, du musst es im Wasser lassen, damit es auslöst. Fertig mit Duschen, Baden und so weiter. Und dieser Wuschelkopf, der muss ein bisschen frisiert werden, oder Lucy? Wie schauen wir aus? Kleiner Wuschelkopf. Uzi, uzi, uzi. Die Lara zieht sich noch schnell an und kommt dann auch her. Der Lara will ich ein bisschen die Spitzen schneiden. Ganz, ganz wenig nur. Ja, dir gefällt das, gell? Der Papa ist übrigens auch schon da. Der bedient gerade ein bisschen den Staubsauger, wie ihr vielleicht hört. Und fertig ist mein Baby Luischen. Jetzt machen wir, bis die Lara kommt. Jetzt ist Lara dran. Jetzt ist Lara dran, oh, richtig. Da ist voll viel drin. Soll die Lara auch das nehmen? Ja. Was ist wohl voll viel drin? Was meinst du? Nee, Flasche, voll viel drin. Achso, in der Pflegeflasche? Mhm. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Papa und Luisa sind hier, ja? Da ist nämlich gerade am Bildschirm noch mein Video offen. Mama, ja? Wie lange dauert noch, bis es schon schneit? Puh, ich glaube, am Donnerstag soll es schneien. Also heute ist Dienstag, zweimal schlafen. Schlafen und dann? Ja. Dann mache ich deinen Schelldaten. So, meine Lieben, ihr seid mal wieder bei mir. Ja, ich bin schon zu Hause angekommen. Ich war bei meiner Physiotherapie. Ich weiß schon, dass ich euch schon gesagt habe, aber ich mache seit einigen Wochen eine Physiotherapie. Ich habe noch einige vor mir. Warum ich Physiotherapie mache, ist es, weil ich einen Bandscheibenvorfall habe. Und Physiotherapie ist es in so einem Fall notwendig. Ja, und wie gesagt, aber jetzt bin ich schon zu Hause. Ich habe eine Runde schon Stab gesagt. Ich habe schon geduscht. Ich habe meine Haare gewaschen, wie man sieht. Und jetzt werde ich für Mama Abendessen vorbereiten. Abendessen mehr oder weniger. Sie möchte einen Toast oder zwei Toast mit Tomatensalat. Und ja, danach werde ich mit den Kindern noch ein bisschen Zeit verbringen. Wir werden ein bisschen miteinander spielen. Werden mit Luisa vielleicht Basel spielen oder was weiß ich was noch. Schauen wir mal. Und ja. So, ich habe ein kleines Problem. Ich habe nur 3 Brotscheiben und 2 Toast geht sie nicht aus. Aber ich werde 1,5 machen. Und zwar von dem werde ich in der Mitte schneiden. Warte kurz. Zum Beispiel so. Oh, Happy Day! Und jetzt kommt eine Scheibe Käse drinnen. Und hier kommt auch eine Scheibe Käse drin. Das machen wir so. So, danach kommen 2 Scheiben Toast. Schinken rein. Ja. Hier kommt nur eine, weil da haben wir schon zu viel Käse. Und ich kann das Zeug dann danach nicht mehr zumachen. So, aufeinander legen. Ich mache ein Tutorial jetzt. Ein Rezept für einen Toast. Mein Gott. Jetzt habe ich ein Rezept für Toast gezeigt. Das ist crazy. So, Mamas Abendessen ist fertig, schaut so aus und wird gleich geliefert. Was? Machst du auch? Machst du auch ein bisschen was? Das sind Tomaten. Mama, Lieferung. Wow, hey, wo ist ein halber Toast? Wer hat meinen halben Toast gegessen? Es gab nur 3 Brotscheiben, wie soll ich das machen? Ich dachte schon, die Kinder haben es. Oh, das ist so süß. Ich bin mega hungrig, Mama, ich auch. Wie können wir diese Toast teilen? Wir sind zu zweit, geh weg. Und die Sophie ist wird mich sicher auch anschnurren, also bitte. Sophie. Das ist mein Hund jetzt. Hey. Ich dachte, du bleibst mir treu. Aber Mama ist kuschelig am Teppich. Da kann sie ihre Flöhe auch hier ein bisschen wärmen, gell? Aufwärmen, Entschuldigung. Das ist eine Ratte, oder? Ja. Meine Lieben, die Mama ist versorgt. Mich hat auch den Hunger gepackt. Ich habe in den Airfryer ein 6er Chicken Nuggets reingeschmissen mit ein bisschen Veggies. Und währenddessen werde ich mit Luisa ein bisschen Puzzle spielen, so dass ich auf Hunger vergesse und dass wir uns ein bisschen beschäftigen. Luisa, muss man alle umdrehen zuerst, ja, dass mal wissen, dass man das haben, ne? Das ist aber kein Puzzle, oder? Das ist kein Puzzle. Doch. Das ist ein Stück Schinken. Wo ist das? Ich kann nicht sehen. Ah, ich bin ein Pirat! Ey, Piraten haben kein Gehirn. Nicht? Okay. Pirat! Nein, oh. Warte mal, Luisa, Dida, pass auf. Yes, geht da. Ja. Nein, umdrehen. Ja. Auch nicht. Entschuldigung, ich habe auch einen Fehler gemacht. Mein Gott. Super, schau, das gehört hier rein. Du machst das gut. Udri Papa. Na bum 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 bum. Na bum 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 bum. Ich kenne mich da nicht aus. Was bleibt hier ab? Ja, Papa. Bin nicht so cool wie ihr, oder was seid, oder wie? Glauben wir, Michel, ich bin cooler als ihr glaubt. Aitja. Bravo. Und fertig. Ich muss euch zeigen, was die Luisa gemacht hat. Nämlich ein Puzzle, der gar nicht so einfach ist. Also ich bin ganz stolz auf dich. Ich kann nicht. Na, was sagt ihr denn? Es war nicht leicht. Machst du noch mehr? Okay. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Badezimmer. Wir werden jetzt für Schlafen vorbereiten. Die Ratons warten schon auf mich. Wir möchten noch die Zähne putzen. Und wir werden dann den Tag natürlich auch beenden. Na, wie habe ich das gesagt? So, meine Lieben, es ist ganz, ganz spät. Nein. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Badezimmer. Wir wollen noch... So, meine Zimmer, wir sind im Kinder. So, meine Lieben, wir sind alle im Badezimmer. Wir möchten noch die Zähne putzen, bevor wir schlafen gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben und bis nächstes Mal.